Auf das Video bin ich derbe gespannt, Chat. Weil ich bin sehr gespannt, ne? Und zwar hat unser Bruder, unser afghanischer Bruder, ein Video hochgeladen. Und zwar Smash or Pass. Das ist dieses entweder Smash, wo ich auch nicht checke. Smash ist, glaube ich, positiv und Pass ist negativ. Das heißt, Smash, ja, würde ich oder feiere ich. Und Pass ist so dieses, nee, weg mit ihm. Und er hat das gedreht auf der Straße. Titel ist Smash or Pass auf der Street mit Dennison, Kanyavi, ABK, Jump Brook und Sammy. Perfekt, Bruder. Jetzt weiß ich auch, wer alles vorkommt im Video. Und zu mir sagt der Bruder, guck nicht auf Bilder, während ich Intro mache. Ich will nicht, dass du weißt, wer im Video dabei ist. Junge, ich habe Titel gelesen. Ich weiß jetzt, wer da drin ist. Jo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer sehen könnt, befinde ich mich heute wieder in der City. Immer der gleiche Beat. Immer dieses... Ich kann den Beat gar nicht beschreiben. Was ist das für ein Beat-Chat? Lass uns in uns gehen. Was ist das für ein Beat? Ich war auf jeden Fall an der Stelle, ne? Kleiner Funfact, ich war hinter der Kamera, so dieses, ich war links. Wenn ihr jetzt hier lang gehen würdet, da hinten war ich. Und, ja, Walla, ich mach das immer so spannend, ne? Obwohl es im Titel schon steht. Ich habe heute mal Smash or Pass gedreht. Für diejenigen, die nicht wissen, was Smash or Pass sind, Walla, ihr lebt hinterm Mond. Habt ihr das ganz einfach erklärt? Smash heißt, ich würde ihm meine Nummer geben, ich will mit ihm ausgehen, ich will Beine breit machen wie Michael Jordan. Pass heißt einfach, ich will ihn nach Hause schicken, ist nicht mein Fall. Ganz easy, ganz einfach. Ihr habt's gecheckt? Nein, ich auch nicht. Ich habe 5-6 Influencer, Instagrammer, TikTok. Ich dachte, er wollte strecken. YouTuber, von mir aus nennt die Star. Junge, so ein Dings. Wie heißt das? Das habe ich auch damals gemacht. Aber das Ding ist, ich habe das einmal gemacht gehabt, um es zu strecken, aber auch um die Leute hochzunehmen. So, weißt du, ich dachte, ich strecke das Video jetzt auf Undercover, aber verpacke so, damit ich sage, ich habe die Leute hochgenommen. So, weißt du, auf Gunsbox. Keine Ahnung. Rausgepiekt. Ein Bild von denen immer rausgenommen. Hab den Menschen in Hamburg gefragt, willst du ihn smashen oder passen? Warum? Weshalb? Warum nicht? Wie findest du ihn? Wie findest du ihn nicht? Zum einen, einmal. Der Abi, Jan, weil sein Konto explodiert, glaube ich, ne, mit diesem ganzen Modemachen. Dann haben wir den größten Lauch aus. Guck mal, wie er Auge macht. Hamburg. Spaß. Dann haben wir den, Bruder. Der nächste ist Khan. Aber okay, da muss man aber auch sagen, ich habe mit Breezy ein bisschen geredet gehabt, er will ja dieses Dings-Format machen. Er macht ja dieses Format, wo er quasi Leute einlädt. Um den quasi Fragen stellt, so Interviewfragen. Und da hat er auch zu mir gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das schon feststeht, aber er wollte mit Khan was drehen. Ich glaube, er hat das auch mit ihm schon abgeklärt. Also ich glaube, demnächst, soweit ich weiß, dreht wohl Breezy mit Khan, ja, wie ein Video. So interviewmäßig. Bin ich auch derbe gespannt. Guck uns vielleicht sogar an. Ist ein Schwerverbrecher, aber hat ein Kind, ne? Ja. Irgendwelche Sachen unterjubeln. Dann kommt der Nächste, auf Ernst. Das hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht, dass ich ihn mit reingenommen habe. Ich glaube, 1, 2 Szenen habe ich mit einer... Person, die ein bisschen älter ist, ihr fragt euch jetzt, warum älter? ABK. Weil ich bin euch ehrlich, der steht nicht auf so 20-Jährige, sondern der steht so, kannst du 20 mal plus draufrechnen. Also mein Alter mal 2, vielleicht noch plus 10, also so im 40, 50er Bereich. Ja, das waren an sich die Leute. Es kam geile Szenen auf jeden Fall dabei raus. Ich will nicht viel reden. Lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat und unterhalten hat. Dann sehen wir uns im Video wieder. Haut rein. Peace. Stellt euch mal ganz kurz vor. Ich heiße Jana. Sarah. Ich heiße... Das Lustige ist, diese zwei Mädchen waren davor noch bei uns. Und ich habe zu denen gesagt, Mädels, ihr seid zu jung. Geht bitte weiter. Hier, die hier. Ich heiße Nara. Ich heiße Hani. Suhani. Hani und Suhani. Ja. Yeah. Seid ihr Geschwister? Ja. Cousine. Cousine. Ich bin Anja. Violetta. Hi. Mein Name ist Krönung. Ich bin Ines. Lehrer. Wie alt seid ihr? Scheiß jetzt bitte nicht mit eurem Alter rein. 17. 17. Gott sei Dank. Ich werde morgen 21. Morgen 21? Mhm. Tamam, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich, wenn du das Video siehst. Wow. Was, kennst du Leute, die richtig unmotiviert sind? Ja, dann hast du halt Geburtstag. Hat auch jeder Mensch. Ich bin 20. Du bist 20. Mädels, ganz einfach, bevor ihr meinen Kopf kaputt macht. Ich habe jetzt ein paar Bilder von Influencern, YouTubern, Insta. Nennt die Stars von mir aus. Und sie sagen einfach, ob die optisch eher so ins Profil passen oder nicht. Ja? Oh, ihr wisst, ja, was es ist, ne? Ja. Was ist Smashen? Gut, gut. Tess ist nicht gut. Ja. Bingo. Die erste Person ist... Der hier. Kennt ihr ihn? Nee. Ja, also ist das dieser. Nee, der kommt mir bekannt vor. Ja, Leroy. War das auf den kennst du auf ganz falschen Namen? Freund ist gestorben. Habe ich auf TikTok gesehen. Ja, ja, und weißt du, wie er heißt? Nee. So nicht. Kennst du seine Videos? Ja, kenne ich. Kennst du? Und du? Kennst ihn gar nicht? Gar nicht. Aber so vom Aussehen. Hand aufs Herz. Sind die ihn fresh? Ja. Beide wie im Chor, ja. Also würde ich ihn smashen. Ja. Kennst du ihn überhaupt? Nee. Ich habe ihn also einmal, glaube ich, mal in einem Video gesehen, aber nicht so... Aber äußerlich ist er nicht so dein Fall? Nee. Warum? Ich weiß nicht. Was macht ihn so? Diese Haare gefallen mir nicht. Aber ich muss eine Sache sagen, ne? Das habe ich immer gesagt. Bei Khan zum Beispiel, ich finde, seine Haare stehen ihm unnormal. Also zum Beispiel, er hatte einmal kurze Haare, soweit ich weiß. Und, glaube ich, noch mal eine andere Frisur. Und das, was ihm, finde ich, persönlich am meisten steht, sind diese Haare nach hinten. Das sieht top aus, sage ich dir ehrlich. Mir zum Beispiel würde es nicht stehen. Ich weiß nicht, warum. Mir stehen jetzt derzeit kurze Haare ganz gut. Aber so dieses nach hinten würde mir nicht... Das passt einfach bei mir nicht, Digga. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich ausprobiert, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Bei ihm sieht es aber wiederum gut aus. Zu lang
sind. Ja, und nein, Bart und so, nein. Und was, wenn er dich anschreiben würde und sagen würde, ich finde dich attraktiv, könnte man sich treffen, würdest du ja oder nein sagen? Nein, er könnte meine DMs schreiben. Okay, also Smash oder Pass? Pass. Pass. Er ist hübsch, aber nicht mein Typ. Was denn? Nee, was soll ich sagen? Auch nicht mein Typ. Auch nicht dein Typ? Aber warum? Was? Warum? Was macht ihn denn nicht zum euren Typ? Keine Ahnung. Sein Gesicht. Sein Gesicht. Kennt ihr aber seine Videos? Ja. Feiert ihr seine Videos? Geht. Warum geht? Ich weiß nicht, er ist manchmal lustig, manchmal nicht. Oh. Manchmal so unnusig, ne? Ja. Kennt ihr ihn? Das Ding ist gut schon mal von Breezy, dass er auf jeden Fall mehr drauf eingeht. Das gefällt mir. Mal so gefragt. Ja, von seinen damaligen Videos, glaube ich. Okay. Aber... Du? Ja. Jo, wer redet denn? Setz doch mal die Maske ab. Ich krieg doch gar nicht mit, wer überhaupt redet. Warte, ich bin voll geschockt gerade. Voll verwirrt. So, und wie findet ihr ihn äußerlich? Ja, okay. Achso, weil hier schreibt ihr mal rein, was bringt Maske eigentlich? Emir, Bruder, Maske schützt vor Regen. Eigentlich, finde ich. Was fehlt da? Seine Haare sind zu lang. Sind zu lang? Ja. Kannst auch flechten, ja. Kannst ein bisschen lernen, flechten. Ja, aber feiert ihr ihn so vom Äußerlichen? Ja, geht fit. Also würdet ihr ihn smashen oder passen? Smash. Auch, ja. Auch Smash. Lockerer Typ. Lockerer Typ. Ja. Lockerer Typ, ne? Ich schwör, weißt du, was mich aufregt? Junge, mach das mal ordentlich, Alter, wenn du rausgehst. Ich schwör, meine Hände kribbeln gerade. Ich will das hier einfach nur umdrehen mit meinen Fingern. Und dann noch so einen Nacken. Was? Ja, lockerer Typ. Aber wäre es so, wenn wir ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen würden, wäre das so optisch ihr Typ, wo sie sagen würden, ja, einen Kaffee kann man trinken? Einen Kaffee kann man trinken, ja. Also ich sage mal so, ich habe nur den ersten Eindruck und dann kommt es drauf an, da habe ich ein paar Sekunden Zeit, um mir den zu scannen, sage ich mal. Von unten bis oben, wie Pumping sagen würde? Scannen? Ja, dann muss ich warten, bis er den Mund aufmacht und danach entscheide ich dann. Und was mitunter, aus dem Mund rauskommt, ne? Genau, und mitunter kann das schon mal dann negativ ausfallen, was ja. Aber eher selten. Ist es okay? Ist hübsch. Das ist hübsch, wir sind smashen. Wie würdest du dir ein Date mit ihm vorstellen? Wenn er sagt, ey, ich finde dich auch hübsch, wer ist nochmal? Anja, ne? Nein, du warst Anja. Violetta, ja, ist ja fast das gleiche gewesen. Keine Ahnung, also ich bin eh nicht so der Date-Typ. Bist gar nicht der Date-Typ. Einfach treffen und ein bisschen labern. Einfach treffen, ein bisschen labern, ein bisschen Sterne beobachten und geben. Einfach treffen und bumsen was. So, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber... Jetzt kommt Sammy. Ich glaube, ich komme zum Schluss, kann das sein? Vielleicht sein Lied. Sammy. Warte, ich kenne deinen Namen, warte. ApoRed. Hä? ApoRed. Nein, hör auf. Nein. Leo Mascher. Nein. Wer ist er denn? Willst du mich verarschen? Wer ist er denn? Ich weiß es nicht. Ist ja egal, wie der heißt. Wie findest du ihn so äußerlich? Er hat zu dicke Lippen. Augenbrauen sind gemacht. Das finde ich gar nicht schön. Ja, er war zweimal im Knast, aber das spielt ja an sich jetzt keine Rolle mehr. Nee. Ach so, bei Sammy. Gut, dass mir das einfällt. Ich weiß jetzt nicht, ob er das unbedingt geleakt hat. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Bro, selbst. Ich weiß es wirklich nicht, Chat, ne? Ich weiß nicht, ob er eine Story gepostet hat auf Insta. Er hat sich ein neues Auto gekauft heute. Ich glaube, es war ein E63. Ey, wenn das jetzt nicht stimmt, ne? Also, wenn er das jetzt nicht leaken wollte, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, er wollte es auf Insta posten und ich glaube, er wollte auch einen IRL-Stream daraus machen. Deswegen, ihr könnt ihm gerne gratulieren. Er hat sich E63, irgendwie, keine Ahnung, 220er hat sich geholt. Auch nicht. Bei dir auch nicht. Worauf steht ihr denn? Kennst du Elevator Boys? Also Tim sieht gut aus und Jakob schaut gut aus. Lass mal. Ja, okay. Ziemlich ernst. Ziemlich ernst, ja? Mhm. Was würden Sie denken, was er so beruflich macht? Einbrecher. Ich, keine Ahnung, studiert noch? Genau. Kennt ihr nicht? Er studiert Wernert Straße, Junge. So einer von der Optik studiert doch nicht. Sicher? Nein. Gar nicht? Warum lacht ihr? Der sieht voll sympathisch aus. Okay. Er sieht ja nur wie ein Schwerverbrecher aus, aber ist ja egal. Das ist wie mein Vater. Aber, Sammy, du hast gehört. Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Warum? Eine 3 von 10. Er sieht doch voll sympathisch aus. Er macht den Blick wie die Frau. Er ist Rapper. Er ist Rapper, hat ein Kind. Soweit ich weiß. Aber ich kann mir schon vorstellen, Sammy gerade so, ach, sieg dir. Ja. Nein. Warum? Nein. Spielt doch keine Rolle. Ich will ein Kind mit meinem Macker haben. Mit wem? Mit meinem Macker. Er soll keine anderen Kinder Warum haben. Mit ihrem Macker. Also sagt ihr ihn? Nee. Passen. Ja, Pass. Pass. Bei dir? Pass. Warum? Weil er ist nicht mein Typ einfach. Ja. Deiner auch nicht. Kennt ihr aber seine Videos? Ja. Feiert ihr ihn? Geht so. Warum? Was macht er nicht so richtig? Ich weiß nicht. Ich fühle seine Videos nicht so doll einfach. Ich guck nicht. Du guckst auch nicht. Du lebst hinterm Mond noch, ne? Was ich angeht. Warum suchst du die nicht so schöne Jungs aus? Da könnt also willst du mir sagen, Sammy ist hässlich? Warte mal ab. Meine Karte ist hinten. Nicht mein Fall, ja? Du wolltest hässlich sagen, sei ehrlich. Tot. Sammy, hast heute kein Glück gehabt anscheinend. Ich zeig dir mal jemanden. Der steht sogar tatsächlich nicht auf etwas Jüngere, sondern sein Alter mal 2. Sagen wir es mal so, okay? Jetzt die Frage, wie sie ihn finden, wenn ich jetzt das Bild finde. ABK? Nee. Die eine sagt tot, was tot? Ich sag auch tot. Warum nee. Tot? Was bedeutet dieses tot? Es ist einfach nicht mein Typ. Das warum? Ist er sieht voll sympathisch aus. Er ist richtig sympathisch. Ja, ja, ist sympathisch vielleicht, aber... Ist gar nicht euer Fall. Nein. Wie findet ihr ABK? Nee. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Warum? Also ihr kennt ihn? Nee, aber ganz schlimm.
Warum denn? Pest. Er sieht aus wie so ein Amjad, der mir, weiß ich auch nicht, nee, einfach. Also nein. Kelleck, ist nichts eingefallen? Nee. Gar nicht. Ich warte immer noch auf das Beispiel, wie er aussieht. Das ist zum King Louis der 13. Eine Aussage, aber nicht, dass ich das negativ meine, aber ja. Das ist so Weltmeister im Einzelturnen, vermute ich mal. Sonst ein lockerer, fröhlicher Typ, glaube ich. Optisch gefällt er Ihnen aber gar nicht? Nee, der gefällt er mir nicht so, nein. Ich hab's versucht, hat nicht geklappt. Film, der ist 20. Das sieht aus wie 13. Okay, also sagst du Pass, Smash? Ja, Pass. Pass. Ja. Ich hab noch zwei Bilder. Den kennt ihr bestimmt. Zeig es erstmal in die Kamera. Oh, Junge, er nimmt mich sogar zum Schluss rein, Alter. Mein Gott, der ist Marketing-Genie. Jan? Jan Burke. Da geht das Lächeln direkt auf. Wie findest du Jan? Wie, man kennt ihn nicht? Das sind alles nicht, das ist nicht so mein Kennst Typ. Kennst du nicht? Ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, nicht so mein Typ. Warum? Ich stehe nicht auf so. Aber was stehst du denn? So Kanaken, also. Junge, er ist doch Kanake. Ist nicht schlimm, das ist ein Deutscher, ja. Nein. Jan, ich weiß, du würdest sie auch eh nicht nehmen, ne? Oder beziehungsweise ihr alle würdet sie eh nicht nehmen, aber du bist nicht ihr Typ, du bist anscheinend zu deutsch. Nicht mein Typ. Pass. Süß. Ja. Du smashen und du passen, oder wie? Ich pass, ja. Und du willst nicht smashen? Will ich jetzt nicht so sagen, ich habe einen Freund. Ach, vergiss ihn mal ganz kurz. Für 1-2 Minuten kannst du deinen Freund kurz vergessen. Aber nee. Auch nicht. Ist auch nicht mein Typ, aber er ist süß. Wie findest du John Bro? Süßer. Ja. Ist er süß oder seine Modemarke? Das wäre jetzt eine gute Frage. Sympathisch, ne? Sympathisch. Nur wegen dem Geld, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Was findest du an ihm so süß? Nein, ich mag seine Videos. Er ist lustig drauf, aber... Obwohl er so aggressiv und durchdreht und schreit. Ja, so sieht der auch aus, aber... Aber findest du an ihm was äußerlich nicht so attraktiv? Das Beste kommt zum Schluss. Ella, du weißt Bescheid. Ich bin dir ehrlich, ich habe auch zu Breezy gesagt, Bruder, kitzel aus den Leuten alles raus, alles. Und ich hoffe auch, dass da irgendwelche Leute mich dissen und beleidigen und keine Ahnung was. Das ist wichtig, Chat. Wir brauchen das. Das ist Wachs, glaube ich. Also. John, du hast einfach graue Haare, Digga. Also ist ein Süßer, der könnte mein bester Freund sein. Also aber nicht... Jungs, ich brauche Wasser. Habt ihr was? Mit Smashen. Nee, passen. Hab ich recht? Nein, es könnte ja sein, dass manche ihn hübsch finden, aber... Bist du so ein Mensch, die sagt, Charakter ist wichtig oder Aussehen? Charakter zählt schon, ne? Also sagst du, Aussehen juckt nicht. Also Aussehen zieht der an, aber Charakter zählt... Ach komm, Google. Einfach so Google-Spruch. Richtiger Google-Spruch. Zählt der mehr. Kennst du, ich hab den selber schon öfter gebracht. Nicht Charakter zieht an, nee. Nein. Hab selber reingeschissen, Digga. So, das letzte Bild. Jetzt kommen wir zum letzten Bild, Chats. Jetzt steigt die Aufregung. Also, ihr kommt aus Hamburg? Ja. Also wenn ihr ihn nicht... Macht Welle. Alle ein Herz rein für diesen Typen, der jetzt kommt. Ich kenne, dann lebt er hinterm Mond. So Leon Marschall. Ist er das? Wenn, er steht da hinten. Oh! Ja, Mann, nein, Leute, ich stell mir... Okay. Seit er seine Anfangsvideos gemacht hat, ne, ich guck ihn. Ey, ich hab immer um 1 Uhr nachts meine Faszination oder wie es halt Szenarien gemacht. Ich hier schon. Alter, die gucken meine Videos. Ey, ich glaube, so langsam, ich weiß nicht, man sagt ja mal, man hat Zuschauer von dem, was wie man sich zeigt. So. Also spreche ich auch so scheiße Deutsch, Spaß. Nein, sie ist korrekt. Die waren ja auch davor bei uns. Die haben auch gefragt, ob die im Video dabei sein können. Aber ich meinte, ey, wir suchen uns die Leute spontan immer raus. Plus, diese sahen so ein bisschen jünger aus, weißt du? Und ich schwöre, da wo die gerade hingucken, genau da stand ich auch. Ich habe auch gedreht gehabt. Ihn heirate. Wow. Das ist geil. Oh, sympathisch. Ist geil, ne? Warum ist er geil? Er ist hübsch. Er ist hübsch? Ja. Was macht ihn so attraktiv? Sein Lächeln, also seine Atmung. Kennst du seine Videos? Meinst du ja seine Atmung? Bruder, wenn du wüsstest, meine Nase pfeift. Feierst du die? Ja. Also ihm willst du smashen oder passen? Smash. Smash. Oh, dann direkt? Direkt. Ich schwöre bei Gott. Ich hab gesagt, das ist geil. Das ist, er ist sympathisch. Ja. Da, wo sie ihn gezeigt hat, da war ich auch. Sympathisch. Aber sein Aussehen ist nicht so. Aber sein, nein, er ist hübsch. Er ist wirklich hübsch. Aber er ist auch sympathisch. Dein Aussehen. Guckt ihr seine Videos? Ja. Alle. Er kann eine 10 von 10, so wo ich sagen kann. Ja, also für mich ist er ein 10. Er ist eine 4 von 10, aber sein Charakter macht. Also ich sehe eigentlich aus wie so ein Mülleimer, so, aber rettet irgendwie noch irgendwas. Ich bin so ein alter Kleidercontainer, so will sie eigentlich sagen. Danke. Perfekt. Schön, wir seid ja auch befreundet, ne, dass du seinen Charakter kennst. Nein, auf den sein Aussehen. Guckt ihr alle seine Videos? Ja. Auch seine Streams? Ja. Auch? Ja. Du auch? Ja. Nein. Manchmal. Ist nicht dein Typ. Kennst du ja, die so damit gar nicht klarkommen. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die im Video jetzt ist, ne? Also, das passt nicht. Irgendwie auch mit der Belichtung und so, das hätte er rausschneiden müssen. Auch so technischer, ich weiß nicht, das ist ein technischer Fehler. Irgendwas wurde da irgendwie, keine Ahnung, reingesprochen, so, es ist nicht ihre Stimme. Sie wollte was anderes sagen. Jetzt muss ich auffahren, ist das dein Typ? Nein. Auch nicht. Was fehlt an ihm? Sieht er nicht sympathisch aus? Er war damals Trickbetrüger, weißt du? Das war ja damals. Nee. Bruder, ich hab dir gesagt, ich mach es eigentlich immer noch, aber egal. Ist nicht mein Typ. Was war das denn so? Ist nicht mein Typ. Er ist eigentlich so ein richtiger Hund eigentlich. So, dieses, ja,
der soll sich verpissen. Er soll dahin, wo der Pfeffer wächst. Weißt du, was das für zwei Mädels sind? Ich in meinem Smart-Ding an der Ampel gerade, gucke nach links, sehe zwei Mädels, die gucken mich an und dann war dieser arrogante Blick, dieses, ja, du Dreckskerl in deinem Smart, Junge, verpiss dich. Guck bloß rüber. Überhaupt nicht mein Typ. Auch nicht ihr Typ? Nee, absolut. Ja, danke. Gut nicht. Ach. Nee. Warum? Erstens Influencer sowieso nicht, also die überall meinen, keine Ahnung. Nee. Influencer, ne? Die anderen waren ja Dings, Bauarbeiter. Bro, was fände ich sie aber jetzt hübsch finde? Ist nicht mein Typ. Gar nicht? Nein. Smash. Smash. Smash, ne? Direkt. Ja. Weil der kriegt immer die Smash heute. Warum Smash und nicht PES? Also optisch sieht der gut aus und den, wie soll ich das? Ich mag einfach seine Videos. Und bei dir? Er sieht gut aus und ich fühle seine Videos einfach. Ich fühle die Schwester. Stabil. Ich würde sagen, ich würde euch auch daten, ne? Wie würdet ihr euer Date vorstellen? Essen gehen, rausgehen, spazieren gehen, Eis essen gehen? Ich glaube, also wenn dann, ich glaube nicht alleine. Nicht alleine? Also in so einer Gruppe einfach chillen. Hast Angst, dass er mit dem Transporter vorbeikommt, ne? Ja. Aber ihn würdest du auf jeden Fall smashen? Ja. Du auch? Ja. Okay. Feiert ihn auf Ernstsucher? Ja. 10 von 10. Echt? Nein, 11 von 10. Also es gibt keinen schöneren. Nein. Er ist der schönste von den ganzen Jungs. Der schönste auf der Welt. Hallöchen, Danny sagen. Hallo. Was? Kenneck, wenn die das Video sieht, Bro, ich glaube, die wird gar nicht mehr, die wird sich schämen, wenn wir uns dann quasi in der Stadt sehen. Aber die waren nett drauf, die Mädels. Kann man auch nicht sagen so, ne? Aber wie gesagt, die sahen für mich ein bisschen zu jung aus fürs Video sehen. Aber Daniel nimmt ja sowieso alles, was er kriegen kann, ne? Wie gesagt, bist du 11, bist du im Video. Er nimmt, was er kriegt. Ja, er guckt gerade in so eine Richtung. Ich bin dir ehrlich. Was macht ihn? Erstmal, er ist Türke, okay? Okay. Ja, hast du mir. Weil ich bin selber Türke und sie auch. Dennis nach dem Video wieder 5 Stufen arroganter. Das kann sein, so 3 Stufen safe. Und sein Style, einfach sein Gesicht. Nee, es ist einfach, scheiß mal auf sein Aussehen, scheiß mal auf sein Gesicht, auf alles. Es ist einfach seine Art. Ich will ihn, okay? Ich will ihn. Also würdet ihr... Boah, ich weiß, was Titel wird. Ich bin so ein Genie. Titel wird, sie will mich. Er ist der attraktivste von den ganzen. Ja, er ist der attraktivste Ausgabe. Und so YouTube-technisch feiert sie ihn am meisten oder gibt es noch so einen anderen? Ja, geht. Am meisten. In ihre, seine Größe. Also würdest du ihn 100% smashen? 100, 1 Million%, okay? Okay, aber gibt es keinen Punkt, wo du sagst, nein, gefällt mir nicht? Nein, seine große Reichweite mag ich nicht, weil wenn ich einen Freund habe, muss er, also soll er nicht so bekannt sein, weißt du? Ich glaube, die weiß gar nicht, ich bin schwul, ne? Also, wie gesagt, ich glaube, die weiß das nicht. Aber wie gesagt, irgendwann muss ja sowieso alles raus, ne? Auch von einem Luftballon, die Luft muss irgendwann raus. Vielleicht ist tatsächlich auch heute einfach der richtige Moment, dass ich das mal sage, ja? Ich hoffe, ihr werdet das Ganze weiterhin tolerieren und mich trotzdem supporten. Danke.